sich selber auszuhalten und mal dieses ganze Kopfkino mal auszuhalten mit den dazugehörigen Emotionen, das ist nicht ohne, je nachdem, was du gerade für Filme da laufen hast. Da wir kaum Einfluss darauf haben, ist das Durchsitzen des Ganzen oft wirklich ein Weg, der einiges von uns abverlangt. Das Zen ist vermutlich die minimalistischste, unmittelbarste Form dieser Art der Konfrontation. Erklärt Alexander Poray vom Meditationszentrum Benediktushof. Wir berichten in dieser Stunde Religionen von den Erfahrungen bei einer ersten Zen-Meditation. Zu sich finden, mit dem Universum eins werden, danach streben viele Menschen auch hierzulande. Kein Wunder, dass Zen-Meditation da schwer in Mode ist. Mittlerweile ist dafür auch gar kein Besuch mehr im buddhistischen Kloster nötig. Denn Zen hat sich zu einer eigenen Richtung entwickelt und wird als eine Art religionsübergreifende Spiritualität angeboten. Zum Beispiel im Benediktushof, einem vor 15 Jahren vom Benediktinermönch Williges Jäger gegründetes Zentrum in Franken. Nathalie Nadabonji hat dort einen Einführungskurs der von Jäger begründeten Zen-Linie Leere Wolke besucht. Es ist 6 Uhr morgens. Dank der Glocke im Turm der Klosterkirche weiß ich, dass ich noch etwa 8 Minuten im Schnellschritt mit der Gruppe um den Brunnen im Hof gehen werde. Dabei die Arme dynamisch schwenkend, so dass sich mein Rumpf gleich mitbewegt. Schweigsam und konzentriert. Diese Art des Gehens nennt man in Zen Kinhin. Danach eilen wir Richtung Zendo, dem Meditationssaal, der früher der Kreuzgang des Klosters war. Im Vorraum ziehen wir die Schuhe aus und verneigen uns kurz, als wir den Zendo betreten. Stehend warten wir auf unseren Meister. Sein Assistent Rudolf Faber nutzt den Augenblick und ermahnt uns zu schweigen. Während des Kurses sowieso, aber auch beim Essen, auf den Zimmern, im Park und auf dem gesamten Gelände. Schweigen meint im etwas umfassenderen Sinne nicht nur das verbale Reden und Schweigen, sondern eben auch Schweigen mit den Augen. Das heißt, schaut nicht herum die ganze Zeit, sucht nicht Kontakt mit anderen, mit den Augen. Immer wieder ist die Übung, ganz bei uns zu bleiben, beim Atem, beim Schritt, beim Essen, was wir auch gerade tun. Dann betritt der Zen-Meister Alexander Poray den rechteckigen Saal durch die Flügeltüren. Gemeinsam mit ihm verneigen wir uns und setzen uns dann auf schwarze Meditationskissen, die wiederum auf Holzbänken liegen. Die Verneigung sei ein wichtiges Ritual im Zen, jedoch keine Verneigung vor etwas oder jemandem, erklärt Alexander Poray, sondern ein Zeichen von Anwesenheit im Hier und Jetzt, was wiederum auch Kernstück des Sazens sei. Das sogenannte Sazen, also das Sitzen in einer bestimmten Haltung, ist vermutlich eine der einfacheren und direkteren Art und Weise, nur das So-Sein zu verkörpern, weil man nichts mehr tut. Und möglichst nicht mehr denkt, nicht mehr wertet, auf nichts mehr hofft, sondern nur noch da ist, ganz präsent in der Gegenwart. Deswegen spricht man vom Erwachen. Das heißt, das Erwachen ist nicht ein anderer Traum, sondern gar kein Traum. Erwachen meint in diesem Kontext die Aufhebung des Ich. Im Verständnis des Zen ist es unser nie endender Gedankenstrom, der das Ich und die Spaltung zwischen Objekt und Subjekt erzeugt und damit auch das Leiden. Rund 70.000 Gedankenimpulse soll ein Mensch pro Tag haben, sagt Alexander Poray im Interview. Aber nicht mal Zen befreit uns vom Denken. Das ist nicht, dass wir das Denken abstellen können. Das ist, dass wir gegebenenfalls in einem Haltung und einen Zustand erhöhter Präsenz kommen können. Ein Zustand, in dem wir das Denken zwar nicht vollständig eingestellt haben, aber das Ich in den Hintergrund tritt oder sich gar auflöst. Ich frage mich, was das konkret bedeutet und wie er sich anfühlt, dieser Zustand, und bin wieder mitten im Denken. Wie es den anderen 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht, erfahre ich nicht, denn wir sollen ja schweigen. Deswegen könnte man sagen, dass die klassische Meditation die empirische Form der Erforschung des Bewusstseins ist. Zen sei weder eine Religion noch eine Philosophie. Zen verspreche auch kein besseres Leben in der Zukunft oder gar im Jenseits. Darin sieht der promovierte Theologe Poray einen Vorteil gegenüber den großen Religionen. Ihm selbst konnte das Christentum damals nur ungenügende Antworten auf seine Sinn- und Lebensfragen liefern. Auch seine ersten Versuche mit Zen befriedigten den jungen Mann mit polnischem Hintergrund nicht, bis er auf den Benediktinermönch und Zen-Meister Williges Jäger traf. Vielleicht aus der Vergangenheit, ähnlich seine, wie vielleicht meine, dass wir schon eine Religion hinter uns hatten. Damals war Williges innerhalb der Szene jemand, der viel freier und nicht so religiös das betrieben hat.
Sein konfessionsübergreifendes Denken handelte Willigis Jäger 2001 einen Konflikt ein mit der katholischen Kirche. Kardinal Ratzinger erteilte dem Mönch ein Rede-, Schreib- und Auftrittsverbot. 2 Jahre später übergab Willigis eine vermögende Schülerin das restaurierte Kloster, damit er seine Kontemplations- und Zen-Lehre weiterführt. Wir Anfängerinnen und Anfänger sind im Hier und Jetzt erstmal damit beschäftigt, unsere Gliedmaßen für die verschiedenen Sitzhaltungen zu sortieren, was einigen sichtlich schwerfällt. Die meisten von uns haben ihre Lebensmitte bereits überschritten. Offensichtlich zieht Zen auch viele Männer an. Also wenn jemand auf einem flachen Kissen schon sitzen kann, aufgrund der bisherigen Dehnbarkeit, dann bietet sich als erste Haltung die sogenannte burmesische Sitzhaltung, das ist diese, die ich jetzt habe. Dabei sind die Knie angewinkelt wie im Schneidersitz, nur dass ein Fuß lose vor dem anderen liegt. Das ist die erste von den sogenannten Lotushaltungen. Das Wichtige bei dieser Haltung ist, und das gilt für alle anderen genauso, dass wir stabilen Kontakt zu Boden, sprich Matte, haben. Stabil bedeutet Sitzhöcker und Knie. Der Oberkörper ist aufgerichtet und der Blick auf den Boden gesenkt. Eine Hand liegt in der anderen, etwa auf Bauchnabelhöhe, während sich die Daumenspitzen leicht berühren. Dann sitzen wir das erste Mal, 15 Minuten. Blinzeln und Schlucken ist erlaubt, alles andere nicht. Am Ende dieses Tages werde ich aufgehört haben zu zählen, wie viele Runden wir gesessen haben und wie viele Stunden das insgesamt ergibt. Immer unterbrochen von langsamem oder schnellem Gehen. Das Einführungsseminar sei hart, hatte mir eine erfahrene Zen-Schülerin an meinem Anreisetag gesagt. Ich beginne zu ahnen, warum. Alexander Poray, Zen-Meister und einer der spirituellen Leiter des Benediktushofes. Und sich selber auszuhalten und mal dieses ganze Kopfkino mal auszuhalten mit den dazugehörigen Emotionen, das ist nicht ohne, je nachdem, was du gerade für Filme da laufen hast. Da wir kaum Einfluss darauf haben, ist das Durchsitzen des Ganzen oft wirklich ein Weg, der einiges von uns abverlangt. Das Zen ist vermutlich die minimalistischste, unmittelbarste Form dieser Art der Konfrontation. Einer Konfrontation mit sich selbst. Und so wundert es nicht, dass das Angebot, Einzelgespräche mit Kursleiter Poray zu führen, angenommen wird. Dokusan nennt sich das im Zen. Dazu ziehe ich eine rote Karte heraus, die auf der Holzbank liegt, und lege sie sichtbar vor mich. Rudolf, der Assistent, verbeugt sich vor mir und fordert mich auf, ihm in einen kleinen Raum vor dem Sendo zu folgen. Dort sitzt der Meister auf dem Boden. Ich nehme gegenüber Platz und schildere kurz mein Anliegen. Dann bekomme ich von ihm den Hinweis, mich in der nächsten Meditationsrunde einem ganz bestimmten Gefühl zu widmen. Unser Gespräch dauert nicht mehr als 10 Minuten. Als wir fertig sind, klingelt er eine Glocke, das Zeichen, dass er für das nächste Gespräch bereit ist. Als ich kurz darauf zur Toilette gehe, sehe ich, wie sich eine Frau Tränen abwischt. Unter Anleitung unseres Meisters tönen wir die Vokale A, O, U, M. Sie sollen in uns vibrieren. Danach rezitieren wir die erste Strophe eines Verses. Das geht so schnell, dass ich mir den Text am Ende des Tages nochmals in Ruhe durchlese und die Worte auf mich wirken lasse. Soll es sich dir offenbaren, lass Abneigung wie Vorliebe beiseite. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des Geistes. Wird diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, versuchst du deine Gedanken vergeblich zu beruhigen. Es ist nach 21 Uhr. Ich bin müde, irritiert. Eines ist mir klar geworden. Zen übersteigt den Verstand, ist rational nicht fassbar. Beim Abschied sagt Rudolf, bis bald vielleicht. Kann sein, denke ich. Zen-Meditation ist jedenfalls kein Zuckerschlecken. Das hat unsere Autorin Nathalie Natarbonji erfahren.